Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Daumen hoch fürs Video ist immer klasse. Und unterhalb des Videos findet ihr die Links zu den verschiedenen Internetseiten, wo diese Informationen her sind. Außerdem sind Links für Twitter-Account, meine Versicherung, die ich für die Elektrofahrzeuge nutze, für die EUAs, also CO2-Zertifikate, die ich verkaufe, ist dort drin. Und natürlich auch ein paar Videos als Beispiel. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich in die Playlist schauen, da sind eine ganze Menge drin. Kommen wir zum heutigen Thema, was ja Tesla und andere Elektrohersteller an sich einschließt. Und da fangen wir als erstes natürlich mit dem Ergebnis von Tesla an. Tesla hat ein überragendes Quartalsergebnis gehabt und ein komplett fürs ganze Jahr gesehen auch sehr gutes Ergebnis, was letztes Jahr erwirtschaftet werden konnte. Die Gewinnerwartung wurde übertroffen pro Aktie. Es hat 1 Euro oder 1,10 Dollar, sind es 1,19 Dollar sogar gewesen. Und wenn man sich anschaut, dass insgesamt ja fast 50%, also es waren irgendwas etwas knapp über 40% mehr Fahrzeuge gebaut worden sind, trotz der Situation mit den Lieferketten, ist das schon ein absoluter Erfolg. Und damit gehört Tesla zu den einzigen oder zu den wenigen Unternehmen, die wirklich ihr Ergebnis positiv gestalten konnten. Als Aussage wurde nun getroffen, dass man in diesem Jahr, also diese 1,3 Millionen Autos produziert, 1,8 Millionen Fahrzeuge produzieren möchte. Wenn man sich hier das letzte Quartal anschaut, dann erkennt man, dass wenn man das mal 4 nimmt, kommt man schon auf diese 1,8 Millionen Fahrzeuge. Daher, es ist nicht mal darin inkludiert worden, dass man weitere mehr Produktion aus den verschiedenen Standorten realisieren kann, denn Berlin und Texas sind Gigafactories, die im Anlauf sind und daher noch immer großes Potenzial haben. Eines der Sachen, auf die man sich jetzt fokussieren möchte, ist natürlich der Cybertruck. Der Cybertruck soll irgendwie im Ende 2023 sollen die ersten Fahrzeuge wohl produziert werden. Ich gehe davon aus, dass da vielleicht 10.000 Fahrzeuge vielleicht dieses Jahr noch produziert werden könnten. Aber viel mehr glaube ich nicht, denn man muss ja gerade bei dieser neuartigen Material, was man dort nutzt, erstmal die Erfahrungen sammeln und den Produktionsprozess hochfahren. Außerdem ist das Fahrzeug natürlich auch eine komplette Neudesign, so wie man es damals beim Model 3 bzw. Model Y nachher hatte, also man eine neue Plattform, auf der man aufsetzt. Was mich dabei am meisten verwundert ist, dass es eben VA-Stahl ist, das heißt nicht rostender Stahl, aus dem dieses Fahrzeug gebaut wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, ja, wie lange hält normalerweise ein Fahrzeug, was gut verarbeitet ist, dann kommt man momentan, denke ich mal, so auf 20 Jahre. Es gibt natürlich Fahrzeuge, die dann sehr gut gepflegt werden, die noch länger halten. Aber gute Fahrzeuge, die gut versiegelt sind, so 20 Jahre, die sie dann fahren. Und ja, und dann fängt es dann an, dass dann doch mal die Karosserie anfängt nachzugeben und natürlich auch andere Teile. Bei so einem nicht rostenden Stahl, ja, da ist an sich, ja, wenn die Elemente, die man dafür braucht, um den Wagen zu reparieren, nicht abnorm teuer sind, dann kann so ein Fahrzeug 50 Jahre fahren. Alleine das hat einen Einfluss auf die Umwelt, denn jedes Fahrzeug, was neu gebaut wird, ist natürlich mit Material, Herstellung und so weiter Energie zu erstellen. Und wenn ein Fahrzeug einfach 10 Jahre oder 20 Jahre länger hält, hat man weniger Umwelteinflüsse. Was sehr gut ist. Und wenn man sich jetzt die Batterien anschaut, ja, die Batterien sind mittlerweile so, dass sie nicht mehr ganz so teuer sind.
Bei den Motoren hatte ich jetzt gehört, dass ein Motor da sehr teuer sein soll, was mich echt verwundert hat, weil normalerweise ist so ein Elektromotor so um die 1200, 1500 €, was das kostet, plus Einbau, was man da rechnen muss. Ich hatte jetzt was von 5000 gehört. Ich weiß nicht, wenn ihr mal, vielleicht habt ihr Erfahrung, dass irgendjemand einen Motor tauschen musste bei seinem Model S und den bezahlen musste, weil er nicht mehr in der Garantie ist. Wenn da irgendjemand eine Erfahrung hat und mir mal so Werte reinschreibt, wäre für mich sehr interessant. Ja, auf jeden Fall der Cybertruck. Also vom Aussehen, ob man ihn mag oder nicht, das ist natürlich Geschmackssache. Ich muss sagen, ich bin immer noch daran, mich daran zu gewöhnen, also diese kantige Form, die dort hergestellt wird. Und für den deutschen Markt ist das Auto einfach von der Größe, ja, riesig. Da kann ich mir das aber trotzdem vorstellen, dass man gerade in dem gewerblichen Bereich solche Fahrzeuge einsetzt, weil die robust sind und ja, man eben niedrige Nebenkosten hat. Dann ist ja immer die Frage, jetzt hat man ein Elektroauto und möchte gerne einen Anhänger ziehen. Und da hat jemand eine Urlaubstour gemacht und hat insgesamt 3.200 Kilometer mit seinem Fahrzeug zurückgelegt. Dabei hat er einen Bootsanhänger, also eine Jolle, hinterhergezogen, plus eben zwei Räder, die er mitgenommen hat, wie er die auch immer mitgekriegt hat. Auf jeden Fall sollen da irgendwie Mountainbikes oder so etwas mit bei gewesen sein. Ob er die drinnen mitgenommen hat, ich weiß nicht, weil draußen sieht man das jetzt bei dem Bild hier nicht. Jedenfalls hat er diese Tour gemacht und am Ende ist es eben so gewesen, dass er vom Verbrauch her zwar mehr verbraucht hat, aber trotzdem noch günstiger gewesen wäre, als wenn er das ja, mit einem Verbrennungsfahrzeug gemacht hätte. Und das ist schon mal ja, eine positive Information, die man rauskriegt. Er hat im Durchschnitt unter 20 Kilowattstunden verbraucht. Mit dem Model 3 hat immer so nach 200 Kilometern, 200, ja, zwischen 150 und 250 Kilometer geladen. Und die Kosten waren 40 Cent pro Kilowattstunde. Das war meiner Meinung nach Australien, wo er das gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht. Aber gut, könnt ihr ja mal schauen, ist unten drin. Ja, und da wäre es eben mit einem Verbrenner, wäre der Preis das Doppelte gewesen für die Strecke. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Mensch, oh, 200 Kilometer und dann raus, aber muss natürlich, wenn man jetzt mit einem Anhänger fährt, dann kann man nicht sehr schnell fahren. Das heißt, da fährt man um die 80, 90 Stundenkilometer, wenn man sich an die Vorschriften hält. Man kann ihn ja, so einen Anhänger hier in Deutschland kann man auf 100 Stundenkilometer zulassen, bezahlt man extra Steuern. Und kann dann 20 Stundenkilometer schneller fahren, wenn einem das wert ist. Aber trotzdem, man fährt eben keine 200 mit so einem Fahrzeug in dem Moment und hat aber den Windwiderstand eben durch den Anhänger, den man hinterher zieht. Daher der Verbrauch von 20 Kilowattstunden, so ein Model 3 normalerweise hat so 13, ist nicht so extrem. Nun ist, natürlich kann man auch da sehen, das ist natürlich eine Jolle, die hat nicht so einen hohen Aufbau. Wenn man jetzt mit einem Campingwagen fährt, ist das vielleicht noch etwas anderes vom Windwiderstand. Aber dadurch, dass die Geschwindigkeit eben unter 100 Stundenkilometer an sich ist, mit dem man unterwegs ist bei solch Anhänger, ist natürlich der Faktor, des Windwiderstands nicht ganz so groß, wobei er natürlich ohne Frage auch dazu beiträgt, dass man eben den höheren Verbrauch hat, nicht nur das Gewicht und der Rollwiderstand, den man hinten hat. Sehr interessant. Ich denke, das ist gut für Leute, die eben sich dafür interessieren, so ein Auto zu fahren, aber eben einen Anhänger ziehen wollen. Vielleicht kann man ja bei Sixten Auto mieten, womit man einen Anhänger zieht, um das eben anzugucken, wie das funktioniert. Weil die haben jetzt ja mittlerweile viele Elektroautos und dann kann man mal schauen, ja, wie das aussieht, wenn man mit einem Elektroauto unterwegs ist, wenn man sich da unsicher ist. Porsche Taycan. Ja, der Porsche Taycan ist aus meiner Sicht ein sehr gelungenes Fahrzeug. Also ein tolles Fahrzeug.
Er wird verglichen zwar mit dem Model S, aber ich finde, das sind unterschiedliche Fahrzeugkategorien. Das Model S ist ein sportliches Coupé, hingegen ist der Porsche Taycan ein Sportwagen. Wenn man dann sagt, ja, aber wenn ich die Werte vergleiche, Beschleunigung oder so etwas, ohne Frage, dann sind die beiden in einer Liga von den Beschleunigungen, aber es sind eben andere Charakteristiken, die bei diesen Fahrzeugen zur Geltung kommt. Nun ist das Model S ja mit 1,99 Sekunden von 0 auf 60 Meilen. Ja, und hat es natürlich die Krone, wenn es um die Beschleunigung geht im unteren Bereich. Andererseits muss man natürlich sehen, die Traktion, die der Porsche hat, auch im Kurvenfahren, also vom Handling her, hat Porsche einfach 100 Jahre, na, 100 Jahre stimmt nicht, aber ich glaube, das sind 80 oder über 80 Jahre, die Erfahrung von einem Sportwagenhersteller und hat natürlich ein absolut ausgeglichenes Fahrverhalten in Kurven, wo einfach der Tesla nicht in der Lage ist, das so zu machen. Ist aber ja auch ein Sportcoupé und kein Sportwagen. Also insofern ist das einfach der Unterschied zwischen den Fahrzeugen. Da kann man das jetzt nicht vergleichen. Bei dem Lucid, der ja auch als Saphir Edition kommen soll, der soll ja auch so enorme Beschleunigungswerte haben und scheinbar im ersten Test sogar schneller gewesen sein als das Model S. Und nun kommt eben ein Upgrade für den Porsche Taycan und der Taycan soll eben auch drei Motoren kriegen, wodurch man eben noch mehr Energie direkt an die Räder kriegt hinten und noch eine bessere Beschleunigung kriegt. Die Werte für das Fahrzeug sind noch nicht veröffentlicht, das heißt, man weiß noch nicht, welche Fahrwerte das Fahrzeug kriegt. Aber ich gehe davon aus, dass der Porsche Taycan schon eine enorme Beschleunigung haben will. Ob er an die Geschwindigkeit des Model S kommt oder des Saphirs kommt, da weiß ich natürlich nicht hundertprozentig. Aber ich glaube, bei diesen Fahrzeugen entscheidet nachher der Geschmack, was man für ein Fahrzeug, welche Fahrzeugart man fahren will. Der Saphir ist eine Limousine, das Model S ist ein Sportcoupé. Und der Taycan ist der Sportwagen. Insofern hat man doch unterschiedliche Fahrzeuge. Und vom Preis her gesehen ist der Saphir das teuerste Fahrzeug, was man momentan kaufen kann oder demnächst kaufen kann. Der Taycan kommt an zweiter Stelle mit dem Turbo S und dann kommt das Model S Plaid. Wenn man ein günstiges, schnelles Fahrzeug kaufen will, dann holt man sich das Tesla-Fahrzeug. Wenn man ein exklusiv ausgestattet, dann geht man zum Lucid. Und wenn man einen Sportwagen haben möchte, ist man beim Taycan wohl richtig aufgehoben. Ja, kommen wir zu einer traurigen Meldung. Aber das ist nicht anders zu erwarten. Wir werden in den nächsten 2, 3, 4 Jahren vermehrt solche Meldungen bekommen. Und zwar Lightyear. Der Solarautohersteller hat Insolvenz angemeldet. Ja, es ist schwierig. Die sind also so ein Start-up, der in diesen schwierigen finanziellen Zeiten bei der hohen Inflation startet, wo es nicht genügend frisches Kapital gibt für solche Autohersteller. Ja, da ist schnell das Geld nicht mehr vorhanden, um weiterzumachen, denn ein Autohersteller benötigt über die ersten 10 Jahre viel Geld, was er verbrennen kann, bis er dann in eine Gewinnzone kommt. Wenn man sich das beim Tesla anguckt, die haben 2008 angefangen und ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob sie ab 2018 schon schwarze Zahlen geschrieben haben, aber da war ja auch eine andere Zeit, da gab es mehr finanzielle Mittel im Markt, weil die Zinsen niedriger waren. Und Tesla hat ein, zweimal auch knapp an der Insolvenz vorbeigeschrammt, ist jetzt natürlich an sich das bestaufgestellte Autounternehmen der Welt. Keinerlei Schulden, riesige Barreserve, um die Investitionen, die sie jetzt vorhaben, zu stemmen. Leider ist Lightyear nun pleite gegangen oder insolvent. Vielleicht kommt noch wieder frisches Kapital rein. Die haben, glaube ich, 10 Fahrzeuge, konnten sie, glaube ich, ausliefern. Und ja, und wollten an sich mit dem Lightyear 2-Konzept eben ein günstiges Fahrzeug rausbringen.
Aber dazu wird das höchstwahrscheinlich nicht mehr kommen, denn für 36.000 Euro wäre das natürlich auf jeden Fall ein Fahrzeug, was einen großen Markt hat. Der Lightyear 1 oder Lightyear 0 liegt ja bei, ich weiß nicht, 200.000 oder mehr. Interessant mit den Solarzellen ist ähnlich mit Solarzellen wie bei dem Sion von Sonos, aber auch die kämpfen ja. Und ja, bin ich mir nicht sicher, ob die das schaffen, das Auto auf den Markt zu bringen. Ich hoffe, dass Sonos das hinbekommt und dann durch die Weiterentwicklung eben auch noch günstiger werden kann. Dann wäre das ganz bestimmt ein Fahrzeug, was sehr familientauglich wäre. Ja, bei dem Lightyear ist etwas traurig. Das Auto wäre natürlich schon eine Bereicherung auf der Straße gewesen. Ob man so viel mit den Solarzellen laden kann, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Eins ist auf jeden Fall klar, wenn man mal über längere Zeit steht, weil man unterwegs ist, würde auf jeden Fall die Batterie immer ein wenig aufgeladen werden, sodass man da keine Sorgen hat, dass man das Auto irgendwo in einen Stecker stecken muss. Ja, das Werk Saarlouis, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, da wird Ford, das ist, glaube ich, das größte Werk von Ford in Deutschland. Die haben da schon Millionen von Fahrzeugen gebaut. Und jetzt sieht das wohl so aus, dass BYD diese Produktionsstätte kaufen möchte. Smart der Schachzug, wenn man eine Produktionsstätte kauft, hat man nicht diese ganzen Genehmigungsgeschichten, die man bei Tesla gesehen hat, wo ja es relativ schwierig ist, bis man das hin, das ist etablierter Standort. Da kann man natürlich innerhalb kürzerer Zeit diesen Standort umrüsten für seine Fahrzeuge. Zeigt aber auch, dass BYD höchstwahrscheinlich der kommende Konkurrent von Tesla ist. Und ja, dass der einzig ernstzunehmende Konkurrent von Tesla ist. Bei den deutschen Firmen, da hatte ich VW an sich auf dem Papier, dass ich gesagt habe, ja, VW wird schon dafür sorgen mit dem Dietz. Hatten Sie jemanden, der extremst versucht hat, die Firma umzubauen? Das konnten aber ja, Gewerkschaften und Eigentümer scheinbar nicht vertragen und haben eben den Rückzug gemacht und haben jetzt jemand anders, der mehr defensiv rangeht. Und ich denke, man hat nicht die Zeit, defensiv ranzugehen. Man muss richtig aggressiv rangehen. Man muss die Firmen umbauen. Man muss auch gesamt das ja, in die Zukunft richten. Ansonsten besteht eben die Gefahr, dass auch Firmen wie VW, Ford und andere große Unternehmen es nicht schaffen werden, sich zu einem Elektroautohersteller zu konvertieren. Und jetzt werden viele sagen, ja, sind groß und sowas. Ja, wir haben das gesehen bei Nokia, wir haben das gesehen bei den Fotohersteller, ach, wie hieß das, der Fotohersteller noch, naja, egal. Die größten Hersteller in ihrem Gebiet sind dann kaputt gegangen. Kodiak, irgendwie so hieß der, einer der größten Unternehmen. Und wenn man jetzt schaut, Intel zum Beispiel, die haben auch arge Probleme. Es ist so, dass Unternehmen über eine gewisse Zeit leben. Und viele Unternehmen dann eben doch irgendwann ja, kaputt gehen. AEG, große Unternehmen, wo niemand damit gerechnet hätte, dass sie nicht mehr existieren. Und für Deutschland ist es eben wichtig, dass ein Unternehmen wie VW, Mercedes, BMW, dass diese Unternehmen hier weiterhin produzieren, weil um den Standort Deutschland zu sichern, brauchen wir Produktion. Ja, die Tesla-Versicherung. Ich bin der Meinung, hier in Deutschland gibt es die noch nicht, das ist mehr in Amerika. Auf jeden Fall ist Tesla dabei, eben seine Autos auch zu optimieren, dass sie einfacher repariert werden können. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dieser Vorteil ist nicht nur da, dass die Versicherungsprämien niedrig sein können, wenn Fahrzeuge gut repariert werden können, sondern es ist auch für die Leute, die ein Auto besitzen, dass sie im Endeffekt nicht so viel zahlen, wenn mal etwas kaputt ist, weil es eben einfach und schnell auszutauschen ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache.
Also insgesamt positiv für den Kunden und natürlich auch für die Versicherung. Ja, jetzt habe ich schon von VW gesprochen. VW möchte insgesamt 25.000 Ladepositionen ausbauen auf 25.000 Ladepositionen. Jetzt ist das so, dass sie in Amerika natürlich eine ganze Menge an Ladeinfrastruktur gebaut haben. Damals aus dem Dieselskandal war das eines der Zugeständnisse, was im Endeffekt ein positives Zugeständnis war, denn Ladeinfrastruktur ist auf Dauer natürlich auch ein Geschäft. Und ja, jetzt will VW eben in Europa 18.000 Ladepositionen bauen, China 17.000 und in Amerika sollen 10.000 Ladestationen gebaut werden. Das ist natürlich eine gute Sache. Das hilft allen Elektroautofahrern und das ist auch eine Entwicklung, wo ich denke, was eben vorteilhaft ist, da man solche Ladepositionen natürlich für Eigenfahrzeuge auch subventionieren kann oder besser zugänglich machen kann als für Fremdfahrzeuge und ein Verkaufsargument hat, so wie es eben bei Tesla auch die Möglichkeit ist, Tesla gibt, wenn sie wollen, so wie am Ende des Jahres, eben Supercharger-Meilen frei an ihren Superchargern, was denn ein Verkaufsargument fürs Auto ist. Und so etwas kann man eben machen, wenn man ein eigenes Ladenetz besitzt. Man kann das natürlich auch machen, indem man bei einem anderen Ladenetz sich die Kilometer kauft, aber ja, das ist dann eben doch aufwendiger. Ja, die neuen Updates fürs Auto sind rausgekommen und da ist eben das Besondere, dass man jetzt das beheizte Lenkrad, dass das eben mit den Temperaturfühlern den Innenraum oder mit dem Innenraumfühlern verbunden wird, softwaremäßig, und die Wärme des Lenkrads damit reguliert werden kann. Und wenn man einsteigt und das Auto kalt ist, ist das Lenkrad warm und wird nachher kühler, wenn der Innenraum wärmer wird. Eine tolle Sache. Außerdem kommt der Sentry-Mode. Ja, da kommt eben bei diesem Mode noch ein zusätzliches Feature dazu. Wie das ist, dann gibt es eben, dass man jetzt die Geschwindigkeitszeichen auf der Autobahn erkennen kann. Soll nicht relevant sein für Tschechien, lese ich hier gerade. Wie ihr seht, bin ich in Prag. Ja, aber in Deutschland sollen eben die normalen Zeichen erkannt werden. Was darunter gesehen wird, was normale Zeichen sind, dass die Verkehrsschilder an der Seite, sind das die Verkehrsbrücken, was erkannt wird. Sind das die Schilder in Baustellen, die nicht erkannt werden? Ich weiß das nicht genau. Auf jeden Fall soll da eben was dazu gekommen sein. Tja, und wer Knöpfe mag, der kann sich jetzt eine Knopfleiste bestellen und ja, vom Prinzip her anbauen bei seinem Model 3 und seinem Model Y. Ich weiß nicht, ob hundertprozentig das mit der Garantie übereinstimmt, wenn man da so etwas anbaut. Daher eben vorsichtig bei solchen Sachen, ob man das wirklich anbauen. Also ich glaube, das geht. Vom Preis her ist das, glaube ich, um die 70, 100 € oder sowas, was das Teil kostet, was man da anbaut. Kann man so zwei, drei Geschichten mit einstellen. Ja, ich bin mir dann nicht sicher, ob das absolut notwendig ist. Für Leute, die es haben möchten, gibt es es jetzt. Und da muss man eben bei all diesen Sachen, wo man eingreift innerhalb des Kabelbaums, um die Sachen anzuschließen, muss man immer sehen, ob das auch abgesegnet ist von Tesla. Nicht, dass man nach Tesla fährt und hat ein Problem und Tesla sagt, ja, ihr habt da was eingebaut. Deswegen ist die Garantie nicht mehr gesichert. Der Autopilot. Ja, der Autopilot, ich habe ja über FSD damals mehr berichtet, jetzt in der letzten Zeit etwas weniger. Ich nutze das nicht ganz so viel. Auf der Autobahn nutze ich das ganz gerne mal, dass ich dann den Wagen eben mit dem Autopiloten fahren lasse. Aber ansonsten nutze ich das nicht so viel. Ja,
ist mir noch nicht gut genug, weil wenn ich das nutzen möchte, dann soll er das möglichst allein und automatisch machen und das kann er eben noch nicht. Und daher eben für mich noch nicht so das Instrument, was ich dort einschalte. Ich muss immer dann, also wenn man den einschaltet, man kann mit dem Fahrzeug auch Landstraßen, sogar innerorts teilweise fahren. Nur man muss eben genauso viel oder mehr aufpassen, als wenn man selbst fährt. Denn wenn ein anderes System das Auto fährt, hat man ja immer noch die hundertprozentige Verantwortung für so ein Fahrzeug. Und wenn man selber fährt und ja, dann, man bewegt das Lenkrad, hat man eben die Kontrolle darüber. Wenn jemand anders das Lenkrad für einen bewegt, auch wenn er das normalerweise richtig macht, muss man natürlich immer genau gucken, dass er es wirklich richtig macht. Also finde ich das fast anstrengender, weil ich da mich noch nicht so gut darauf verlassen kann. Aber es geht eben, es gibt schon. Und in Amerika, ja, da ist das schon wesentlich weiter. Man hat sich auf einen Markt fokussiert, was auch richtig ist. Nun gab es einen Vergleich. Was sind die besten Systeme? Und da wurde gesagt, ja, das Tesla ist nur noch auf dem 7. Platz. Tja, da bin ich mir... Die Frage ist, was hat man da getestet? Also, dass Tesla nicht so gut ist, weil ist das das, was zugelassen ist? Vielleicht kann es dann sein, dass wenn man das beim Verkehrsamt zugelassen hat, dann wird das mit hineingenommen. Die Beta-Tests werden nicht mit hineingenommen. Ich glaube, die Beta-Tests sind schon ganz schön weit fortgeschritten in Amerika. Und ja, und Ford hat die beste Bewertung gekriegt. Und Tesla eben die siebtbeste Bewertung bekommen. Bei dem, ob das, also da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so richtig ist. Es können natürlich die Fahrsysteme, also wenn ich jetzt generell so Fahrsysteme mir angucke, ohne, also auch so Berichte, die ich gesehen habe, dann gab das eben Berichte so über VW zum Beispiel, die sehr gut die Verkehrsschilder erkennen oder auch die Geschwindigkeit zum Verkehrsschild eben schon reduziert hat, also solche Sachen, gute Steuerung vom Lenkradsteuerung oder so etwas. Ja, gibt es ganz bestimmt gute Funktionalitäten bei anderen Herstellern. Nur ist Tesla eben eine Einheit, die gesamtheitlich autonom fahren soll. Daher ist natürlich dieser Test immer relativ. Aber gut, okay, jetzt ist ein offizieller Test und zwar von der Verbraucherorganisation ist der, also US-Verbraucherorganisation ist dieser Test gekommen und die haben eben festgestellt, dass Tesla im Moment auf dem 7. Platz liegt damit. Ja, es soll neue Hardware geben, mal wieder für Tesla. Man ist ja immer dabei, Sachen zu verbessern. Ich bin ganz froh, ich habe ein Radar, ich habe die Sensoren drin und ich habe die Kameras drin. Also für mich ist das eine sehr gute Ausstattung. Ich hoffe, dass man irgendwann damit autonom fahren kann. Aber da soll es jetzt dieses Retrofit geben. Tesla hat ja verschiedene Sachen rausgeschmissen, dann wieder reingenommen. Also ich glaube, jetzt bei dem Radar sind sie im Moment dabei, dass sie ihn wieder reinnehmen. Auf jeden Fall wollten sie ja auf nur Kameras gehen. Und bei nur Kameras kommt das natürlich sehr stark auf die Kamera selbst drauf an. Die Kameras müssen exzellent sein, damit eben die Informationen, die kommen, dann auch super sind. Und ich denke, da wird ein Retrofit jetzt gemacht für die neuen Fahrzeuge. Es soll aber also eine neue, es soll aber kein Retrofit für alte Fahrzeuge geben. Ja, ich denke, es kommt nachher darauf an, wenn es autonomes Fahren gibt und die alten Fahrzeuge nicht autonom fahren können, weil sie nicht die neue Hardware haben, denke ich, werden sich viele Gerichte damit befassen. Wenn hingegen die alten Fahrzeuge auch autonom fahren und da es keinen Unterschied gibt, dann wird da kein Hahn nach Krähen, wie man so schön sagt. In Israel wurde ein großer Showroom eröffnet,
Dort wurden ja schon Autos ausgeliefert und nun kann man sich eben die Autos vor Ort auch anschauen. Ja, und so ist es, dass Tesla mehrere Märkte jetzt in den nächsten Jahren erobern wird, was wiederum auch die Möglichkeit von Absatz erhöht. Denn wenn man so viele Fahrzeuge verkaufen möchte, dann ist der eine Faktor natürlich der Preis, weil umso niedriger der Preis, umso mehr Menschen haben die Möglichkeit, sich ein Objekt zu kaufen. Klar. Und das Zweite ist natürlich auch die Weite, die Reichweite der Fahrzeuge, nicht von der Reichweite, wie sie fahren, sondern wie viele Menschen die Möglichkeit haben, sich ein Fahrzeug zu kaufen auf der Welt. Und da muss man natürlich in die Gegenden gehen, die das Kapital haben, um solche teuren Fahrzeuge zu kaufen. Und da ist Tesla dabei, das weiter auszubauen. Eine Sache, die meistens nicht so erwähnt wird und übersehen wird, sind die Batterien. Und zwar die Speicher, die Tesla verkauft. Und Tesla hat die Anzahl der Speicher, die sie verkauft haben, mehr als verdoppelt. Und wenn ich mir jetzt die Systeme angucke, dann ist es einfach notwendig, dass man Speichermöglichkeiten bekommt. Ob ein Batteriespeicher wirklich das Richtige ist für einen Langfristspeicherung, das heißt eine Speicherung, die Monat abdecken kann, ist abzuwarten. Aber auf jeden Fall für kurzfristige Energie, für den kurzfristigen Energiebedarf wäre das auf jeden Fall eine Sache. Und zu allerletzt eben noch einmal, was wird denn jetzt investiert in der nächsten Zeit? Ja, wenn man sich die Gigafactories anguckt, dann sind Gespräche in Indonesien, Kanada, Mexiko gewesen. Da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass dort vielleicht Gigafactories aufgebaut werden. Aber auch die Nevada Gigafactory soll weiter ausgebaut werden. Die war ja schon relativ groß, aber man hatte dort ja noch richtig Ausbaupotenzial. Da sollen eben die 4680er Zellen produziert werden, damit man den für den Semitruck genügend Batterien zur Verfügung hat oder Akkus zur Verfügung hat, um diese herzustellen. Man will ja die Herstellung hochfahren und da ist Nevada mit der Zellenproduktion schon ein wichtiger Standort. Und wenn man hier auf dem Bild sieht, was da ja, Platz noch ist, um eben aufzurüsten, ist schon ganz schön enorm, denn da sieht man da die Zellen, den Zellenpart, wo die Zellen hergestellt werden und dann der Semi-Manufacturer, ob da der Semitruck selbst hergestellt wird oder ob da die Module fertiggestellt werden für den Semitruck. Muss man sehen, scheint so, dass da sogar der Semitruck gebaut werden soll, der ja im Moment in Texas, wenn ich nicht falsch bin, gebaut wird. Texas oder ist das Fremont? Aber Fremont ist eben schon sehr stark ausgenutzt, die Fläche. Man hat da nicht mehr sehr viele Erweiterungsmöglichkeiten. Insofern muss man eben ausweichen. Interessant. Auf jeden Fall weitere Pläne von Tesla. Insofern werden wir in den nächsten 10 Jahren, wenn nicht irgendwie was Dramatisches dazwischen kommt, Tesla in einer E-Kurve steigende Produktion sehen. Und ich denke, wir werden ja bei 10 Millionen, 20 Millionen Fahrzeuge in 10 Jahren sein, die hergestellt werden von Tesla in den verschiedenen Segmenten. Schon beeindruckend. Das soll es aber gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.